Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Monat Februar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich bin eure Astrologin und begleite euch durch die Konstellationen des Monats. Lebensfreude und Spaß stehen für euch in den Sternen. Für manchen Zwilling kann es sogar mit einem Freund plötzlich funken. Zum Valentinstag habt ihr besonders schöne Erotiksterne. Ja, und mehr dazu gleich. Vorher aber noch der Hinweis, dass es heute wieder eine Verlosung gibt. Wie das genau abläuft, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Zunächst zu eurem Erlebnishintergrund, also den langfristig wirkenden Aspekten. Die stehen überwiegend gut für euch, denn ihr habt es zu tun mit Glücksplanet Jupiter und dem Exzentrikplaneten Uranus, die beide günstig zur Zwillinge-Sonne stehen. Und das bringt eben wirklich viel Spaß, prickelnde Begegnungen, viele gute Ideen, was man alles unternehmen könnte. Und es ist einfach so eine, ja, so eine anregende, erfrischende Energie da für euch, ne? Jetzt stehen die gleichzeitig sogar günstig zu hier Stabilitätsplanet Saturn. Das heißt eben, dass solche neuen anregenden Begegnungen auch tatsächlich in eine stabile Beziehung führen können, ja, wenn ihr noch Single seid. Das heißt, ihr dürft euch also wirklich reinstürzen ins Abenteuer und wenn ihr das Ganze mit ein bisschen Reife und Ruhe angeht, dann dürft ihr damit rechnen, dass da auch was Ernstes draus werden kann. Denn hier haben wir die ernsthafte Begegnung, also jemand, der sich ernsthaft für euch interessiert. Ne? Auch wenn vielleicht jemand, dem ihr begegnet, auch ein bisschen kritisch ist, das kann eben auch sein mit Saturn, dann heißt das eigentlich nur, dass er sich besonders für euch interessiert, weil sonst könnte es ihm ja egal sein. So würde ich das mal deuten. Zwillinge in bestehender Beziehung können sehr, sehr tiefgreifende Erfahrungen machen, aber für sie ist ein bisschen die Gefahr, dass sie vielleicht aus Versehen fremdflirten, kommt ja schon mal vor bei den Zwillingen, und dass das dann zu Ärger mit dem festen Partner führt. Also hier ist so ein bisschen die Sache, dass ihr das ausgleichen müsst, den Spaß, den ihr haben wollt und der euch ja auch zusteht, und aber dass ihr da eurem Partner damit nicht auf die Füße tretet, sondern dass ihr den irgendwie einbezieht. Das wäre ganz wichtig. Das zeigt sich eben durch diese Spannung hier, ne? Hier haben wir den Spaß, die Lebensfreude, auch den Sex, super für euch. Hier haben wir die interessanten neuen Begegnungen, auch viele Freunde, großen Freundeskreis. Und hier haben wir den festen Partner oder denjenigen, mit dem ihr euch eine Verpflichtung eingegangen seid. Und das steht eben leider in Spannung dazu, ne? Das könnte so ein bisschen die Herausforderung des Monats sein. Diesen Aspekt hier mit Jupiter und Uranus, den spüren in diesem Monat besonders deutlich diejenigen, die geboren sind zwischen dem 11. und 16. Juni. Ne, das merkt ihr so ziemlich deutlich und auch noch den Aspekt zu Saturn. Das ist so, betrifft diesmal ungefähr alles dieselben Geburtstagskinder. Ganz wichtig ist noch, dass wir uns das Quadrat zu Neptun angucken. Der steht ja jetzt auch auf lange Sicht im Quadrat zur Zwillinge-Sonne. Quadrat ist immer Spannung, Konflikt, der steht für euch im 10. Sonnenhaus und kann von daher auch eine schwierige Cheffigur anzeigen. Neptun wäre der Chef, der so ein bisschen unklar ist, bei dem man nicht weiß, woran man ist, oder es ist vielleicht auch eine Situation, wo ihr nicht so genau wisst, woran ihr seid, was natürlich auch wieder die Partnerschaft belasten kann. Das spüren diesen Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 30. Mai und dem 4. Juni Geburtstag haben. Und da kann aber zum Beispiel der feste Partner jetzt auch helfen. Der steht dann wiederum zu der Konstellation in einem guten Aspekt. Und hier ist es dann eben gut, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann, wenn vielleicht beruflich in der Karriere eine schwierige Situation auftritt. Und dann wird noch für euch interessant, dass die Lilith das Zeichen wechselt. Die geht nämlich ab Mitte Februar bei euch ins Partnerhaus. Und das ist natürlich sehr spannend, denn das zeigt wirklich auch Begegnungen mit großem Affärenpotenzial an, auch gefährlichem Affärenpotenzial, gebe ich ganz offen zu, aber eben auch sehr, sehr spannend. Also das geht dann unter die Haut, das verbindet einen mit seinen instinktivsten Gefühlen. Zwillinge Männer könnten vielleicht auch Frauen begegnen, die ihnen Angst machen. Zwillinge Frauen begegnen eben spannenden Affären, können aber auch mit einer Konkurrentin dann zu tun bekommen. Das kann es auch sein. Es kann natürlich auch eine Frauenfigur sein, die einem ein bisschen in die Quere kommt. Aber psychologisch gesehen bedeutet eben Lilith im Partnerhaus, dass durch Begegnungen bei euch so
verdrängte emotionale Anteile wieder hochkommen, die dann angeschaut werden können und vielleicht auch, dass ihr da in eure Kraft kommt, je nachdem, wie weit ihr da auch entwickelt seid. Ne? Das wäre also auch nochmal eine gute Gelegenheit, sich vielleicht ein Horoskop erstellen zu lassen, um da mehr drüber rauszufinden. Denn das ist ganz faszinierend und dieser Aspekt geht bis November 2017. Da habt ihr also die Gelegenheit, Erfahrungen mit Lilith zu sammeln. Und als erstes merken das die Geborenen der ersten Dekade, also die ersten paar Tage Zwillinge, die werden dann ab Mitte Februar diese Opposition dann vielleicht schon spüren. Kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen und damit zu den guten Nachrichten. Die Konstellationen so der ersten 3 Wochen stehen sämtlichst super zu euch, zur Zwillinge-Sonne. Es geht also los mit dem Neumond im Wassermann, der das Thema vorgibt vom 28.01. Und der findet sich im guten Aspekt zur Zwillinge-Sonne und spricht davon, dass ihr Pläne machen sollt. Also das ist ein Monat des Plänemachens für eure Partnerschaft, aber auch für eure persönlichen Lebensziele, vielleicht auch darüber, was ihr noch lernen wollt oder wo ihr euch noch fortbilden wollt. Also macht Pläne und macht euch Visionen für eure Zukunft. Und die Sonne bleibt dann ja da auch noch stehen die nächsten 3 Wochen für euch, super gut. Dann haben wir den Mars, der steht den ganzen Monat über einem Top-Aspekt zur Zwillinge-Sonne hier im Haus der Freunde. Und da kommt dann ab dem 3. auch die Venus mit dazu. Und das kann eben wirklich auch bedeuten, dass Flirts und prickelnde Situationen für euch im Freundeskreis entstehen. Oder eben vielleicht auch, dass ihr euch in jemanden verknallt, den ihr schon lange kennt, wo ihr dachtet, ist eigentlich bloß ein Freund und auf einmal passiert da mehr. Kann auch sein, dass euch eure Freunde jemanden vorstellen. Also es hat mit Freundschaft zu tun. Ihr findet die Liebe, wenn ihr unter Leute geht, mit euren Freunden loszieht oder auch, wenn ihr euch in Gruppen engagiert oder vielleicht auch eine Gruppe besucht, die irgendwas lernt, was euch interessiert. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da tolle neue Begegnungen zu haben. Genau, dann 6.2. wichtig für euch. Jupiter wird rückläufig bei euch hier im Bereich der Lebensfreude. Da ändert sich dann die Energie. Also es ist so ein bisschen, man war da so ganz toll im Fluss und auf einmal geht es woanders lang. Und vielleicht wundert man sich oder man hat eine bestimmte Unterstützung nicht mehr. Aber es wird sich dann eben rausstellen, dass das sich im Endeffekt zu eurem Besten ergeben hat. Und achtet halt mal drauf, was es sein könnte. Es hat bei euch zu tun mit dem Bereich Kreativität, Lebensfreude. Oder auch Sex, kann es auch sein, dass ihr da plötzlich was Neues ausprobiert, wo ihr erst denkt, oh je, und dann gefällt es euch aber doch sehr gut. Also seid da mal ruhig offen für was Neues, für diese Änderung der Energie und erschreckt auch nicht, wenn es vielleicht erstmal nicht so gut ist, weil Jupiter hat dann meistens noch was in petto und oftmals ist die nächste Chance, die man dann bekommt, noch besser als die, die man bisher schon hatte. Genau. Dann auch gut für euch, wenn der Merkur dann am 7. in den Wassermann geht, auch im guten Aspekt zur Zwillinge-Sonne, fördert nochmal das Pläne-Machen. Dann habt ihr einen Top-Tag am 9., also 2 Top-Tage eigentlich, am 9. und 10., das ist, wenn der Mond im Löwen steht. Der steht ja sehr schön zur Zwillinge-Sonne und bildet auch noch gute Aspekte mit den anderen Planeten. Also das ist dann sehr vorteilhafte Zeit für euch, der 9. und der 10. Februar. Dann schauen wir uns den Vollmond an. Der ist ja für euch alle sehr wichtig. Und für euch steht der auch sehr günstig. Steht in günstigen Häusern für die Zwillinge. Nämlich in anregenden und auch sozialverträglichen Bereichen. Also auch hier gilt wieder, geht unter Leute. Ihr könnt vielleicht unter diesem Vollmond schon erkennen, was eure Pläne für Früchte tragen oder wo es hingehen soll. Ihr lernt vielleicht Leute kennen, die euch dabei weiterhelfen, bei euren Plänen voranzukommen. Ihr könnt vielleicht Unterstützung aus dem Freundeskreis bekommen, durch Leute, die ihr in der unmittelbaren Umgebung kennenlernt oder wenn ihr selber was dazulernt, dann eben über die Kreativität und Lebensfreude, vielleicht auch durch, im weitesten, wenn ihr Kinder habt, Begegnungen, die durch eure Kinder erfolgen. Also das ist eine schöne Konstellation, wo die Spannungen, die da drin stecken, auf eine gute Art und Weise sich manifestieren können in eurem Leben dann eben. Mit neuen Ideen, mit neuen Freunden, die ihr vielleicht kennenlernt oder mit neuen Impulsen, die durch Freunde kommen oder indem ihr kreativ seid. Also da habt ihr viele Möglichkeiten mit dieser Konstellation. Die ist da sehr schön für euch. Genau, dann geht es weiter. Ah ja, dann habt ihr auch einen Top-Tag am Valentinstag selbst. Gehen wir nochmal zurück in den Zeitschritt.
Und zwar am 14. steht der Mond sehr günstig für euch. Der steht in der Waage. Super Aspekt zu den Zwillingen. Also lasst es krachen zu Valentinstag. Sei es, dass ihr jemanden eine Freude machen wollt oder vielleicht ihr mit einer Überraschung rechnen dürft. Das sieht da eigentlich sehr schön und sehr prickelnd aus. Und es wäre auch sicherlich eine gute Idee, den festen Partner vielleicht durch so eine Aktion ein bisschen zu überraschen und abzulenken, ne, wenn der so ein bisschen schwierig ist. Genau. Dann habt ihr noch ein, ja genau, Mittwoch der 15. ist auch noch ein Top-Tag für euch. Steht der Mond auch in der Waage und sehr gut für euch. Am 18. geht dann die Sonne in die Fische und damit auch Entspannung zur Zwillinge-Sonne, bringt dann wieder mehr Energie und Betonung in den Bereich Beruf und Karriere. Je nachdem, seid ihr dann vielleicht besonders gefordert oder könnt auch selber da gut vorankommen. Und da steht sie dann eben wieder gut für die Zwillinge, die in einer festen Partnerschaft sind. Vielleicht könnt ihr da mit eurem Partner ein bisschen euch zusammenschließen, dass der euch da unterstützt oder ihr ihn unterstützt, je nachdem. Das ist eine ganz gute Konstellation dafür. Und dann ist am 19. auch noch ein Top-Tag für euch. Da ist nämlich der Mond im Schützen und damit in eurem Partner- und Begegnungshaus. Geht dann über die Lilith drüber, könnte also eine sehr prickelnde Begegnung für euch sein. Dann kommt die kritische Phase des Monats und die ist für euch jetzt eigentlich nicht ganz so schlimm, weil sie nicht so im direkt schwierigen Aspekt zur Zwillinge-Sonne steht, aber es kann eben, wie ich vorhin schon sagte, dazu führen, dass vielleicht Unstimmigkeiten in der festen Partnerschaft entstehen, weil ihr vielleicht fremdgeflirtet habt oder vielleicht da auch Missverständnisse entstehen. Es kann auch hier sein, dass jemand hier sehr aggressiv euch leidenschaftlich angeht und euch davon überzeugen will, dass er doch der Richtige für euch ist. Und ihr sagt dann, aber ich habe doch schon einen Partner und es interessiert den gar nicht. Das wäre so eine typische Mars-Geschichte hier, die zu Lasten der verbindlichen Partnerschaft gehen könnte. Also passt da einfach ein bisschen auf euch auf, weil ja Zwillinge oft eben mit so einer Leichtigkeit dahin flirten und dahin flattern wie so ein Schmetterling und auch an nichts Böses denken. Und sich dann vielleicht aus Versehen auf Situationen einlassen, die vielleicht dann doch nicht so günstig sind. Oder es kann eben auch sein, dass es im Freundeskreis zu einem Konflikt kommt und ihr seid dann da vielleicht auch gefordert, da einzugreifen. Also schaut mal, es kann tatsächlich da mit dem Mars-Uranus im Bereich der Freunde zu einer heiklen Situation kommen. Achtet mal drauf, ihr könnt mir auch schreiben, wie es für euch so läuft. Und weil wir eben, weil diese ganze Konstellation auch auf Geldprobleme hindeutet, wäre vielleicht auch ein Tipp, in dieser Phase vielleicht lieber kein Geld an Freunde zu verleihen, die euch darum bitten, weil das könnte zu Konflikten führen. Ne? Okay, ja, dann haben wir ja eben diesen Neumond, der als Sonnenfinsternis erscheint. Ist für euch ziemlich wichtig, weil es bei euch im 10. Haus passiert. Kann also größere Erneuerungen geben, die mit beruflichen Dingen zu tun haben. Vielleicht habt ihr ja auch Pläne, euch da zu verändern, wenn ihr schon das spürt, denn die Sonnenfinsternis spürt man auch schon im Voraus. Vielleicht habt ihr in den letzten 3 Monaten schon an sowas gearbeitet, wo ihr gesagt habt, da muss ich mich verändern. Dann wisst ihr ja schon, was ich meine. Ansonsten rechnet mal damit, dass da was kommt, dass sich da was tut in eurem Leben, was auch weitreichendere Konsequenzen für euch haben kann. Und das spüren ganz besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 27. und dem 31. Mai Geburtstag haben. Die sind von dieser Sonnenfinsternis betroffen, bei denen im Leben kann sich was Großes ändern und entwickeln. Na, schaut da mal, was das für euch sein könnte. Ja, und wie es dann weitergeht, wann sich die Spannung wieder auflöst und wieder Harmonie reinkommt, das erfahrt ihr dann nächsten Monat in den März-Horoskopen. Und bis dahin könnt ihr euch natürlich gerne eine Beratung bei mir buchen oder ihr nehmt einfach an der Verlosung teil. Ich verlose wieder eine Kurzberatung, 15 Minuten, gerne mit Partnerhoroskop. Und wenn ihr da teilnehmen möchtet, dann abonniert bitte meinen Kanal und hinterlasst mir einen netten Kommentar. Ich schaue mir dann alle Kommentare an, zähle die durch und vergebe unter denen, verlose unter denen dann diese Kurzberatung. Okay? Da würde ich mich freuen. Alle anderen Infos findet ihr in der Videobeschreibung oder hier verlinkt im Video selbst oder auf meiner Webseite oder über Facebook. Jetzt wünsche ich euch einen prickelnden Monat. Ich hoffe, ihr könnt die Konstellationen genießen und sag euch alles Gute mit den Sternen.